Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Ja, guck mal bitte auf die Karte. Ich glaube, das ist. Oh nein, mein Steam ist nicht angemeldet. Was? Ich habe gerade. Was? Disconnect? Fools Lagoon, da drüben. Ich bin im Wasser. Leute. Leute. Mega Rubberbanding gerade. Ich stand gerade noch auf dem Schiff, jetzt bin ich. What the fuck? Ich bin gerade durchs Schiff geglitscht. Schön. Ja, aber ich hatte ganz kurz einen Sink, Desync. Ja. Weil Steam war ganz kurz offline gerade. Aber da du mich noch hörst und ich wieder da bin, ich bin wieder da. Bist du auch da? Ja, aber ich habe gerade massig Probleme. Aber wir sind da. Du musst halt nur mal richtig einparken, Junge. Hallo, wir sind gerade im Gewitter. Der macht hier alles alleine. Ich muss gerade ganz mächtig dagegen halten. Ich hab das gerade eingeholt. Ja, aber du willst doch nicht anlegen. Nur noch ein Stück fahren, du Affe. So, und jetzt, pass auf. Und jetzt, genau. Ja, ein bisschen noch. Schaffst du. Was, ihre Freunde können ihre Übertragung geben? Was, warum ist eine Übertragung aktiv? Ich hab keine... Bei Steam, wenn du... Warum? Wer guckt mir zu? Keiner. Why? Achso. Aber ich hab doch keine Freunde. Warum sollten wir... Guck doch einfach auf Twitch. Oder mich. So. Willst du ein Stück fahren? Ja, ja. Noch ein ganz kleines Stück noch an. Kannst du mal gerade unter Deck gucken, weil ich glaube, wir regnen gerade echt voll. Oder regnet voll. So, komm. Muss reichen. Ah, ich hab ja. Oh, man kann sich also selber löschen. Geil. Jetzt hab ich's gerade. Guck mal hier. Kannst du das sehen? Komm mal kurz nach oben. Ja, was? Gerade, weil ich habe den falschen Knopf gedrückt. Ich kann mir das selber ins Gesicht matschen. Wie hast du das denn hingekriegt? Ja, mit der rechten Maustaste. Lol. Ja gut, darauf bin ich noch nicht gekommen. Tatsache. Wie geil ist das denn? Ach, guck mal, hier ist noch Schweinefleisch. Na gut, dass es regnet. Wann habe ich vorhin ein Stück Schweine auf den Grill geschmissen? Oh. Ja gut, ne? Ja, gut. Haben wir hier ein Loch, sag mal? Das läuft ja so extrem schnell voll. Ist der irgendwo noch angedutscht? Ich sehe nix. Nee, nee, hier ist alles zu. Ist ja gut, aber das bisschen Regen ist immer, das ist okay. Das läuft ja nicht gleich voll. So, ja. Warte mal, ich habe hier auf jeden Fall einen Kapitän gerade noch gesehen, ne? So, dann hier vorne, da ist noch ein Schatz, ich buddel den schon mal aus, ne? Mach doch das Fenster dicht, hab ich gerade gemacht. Oh lol, das erklärt doch, warum ihr ständig brennt durch die Gegend gerannt seid. Hab ich gesagt... Das brennt durch die... Wir wahrscheinlich. Oh, moin, ciao. So. Ah, guck mal, aschgraue so. Hüter. Mr. Bubbles. Du könntest echt mal helfen. Ich meine, du hast zwei gesunde Hände. Du kannst noch ein bisschen buddeln, ey. Mein Freund, so nicht hier. So, dann hier am Schaft quasi. Wo ist denn der? Ah, hier. Geht mal weg, ich muss hier was buddeln. Bert. Ernie. Aber geh doch mal, stirb doch mal jetzt hier. Und hör auf deine scheiß Banane zu fressen. Sag mal. Ich glaub, das hackt hier, oder was? Mann. Was denn deine scheiß Schädel jetzt hier? Die Legenden habt ihr auch noch nicht gemacht, oder? Haben wir die Legenden gemacht? Ich bin die Legende. Ich glaube, das war ein Nein. Komm mal jetzt mit. Ja, ich bin gerade ein Schädel an Bord. Hier sind noch drei Stück. Eins. Wo denn? Zwei. Hier ist nur noch ein dritter Schatz, oder? Gehen wir mal auf der Latichte hier, bitte.
Aua, 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 Manu. Guck mal, die von die Dudes. Läuft. Und hier müsste noch eine sein. Wenn mich mein... Fuck. Okay, da nicht. Dann aber hier. Okay, ich muss da nochmal gucken. Mal am äußeren Schnipsel. Welcher ist denn bald? Der hier weiß ich nicht. Okay. Hier? Hier noch einer? Hä? Mr. Bubbles? Wo ist denn die andere Kiste? Was ist das denn? Ah, da. Got it. Huch. Wo? Ach, da. Na, wie gut, dass ich gerade... Na, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Günni von Hertag heiße, oder was? Nee, dass ich gerade noch gegessen habe. Was ist mit eurer neuen Mission? Ist die auch schon bei euch auf der Insel? Weiß ich nicht. Moment. Nee, oder? Shipwreck Bay? Nö. Thief's Haven ist eine. Shipwreck Bay und... Snake Island? Und Shipwreck Bay. Nee, ist sie nicht. Wir können die ja gleich mal nach und nach machen. Schweinestall. Hinter uns ist ein Schiff. Bitte lass es Gizmo sein, bitte lass es Gizmo sein, bitte lass es Gizmo sein. Okay, ich mach schon mal ganz kurz Dings, ne? Ja, nicht nur ganz kurz, ganz schnell, Junge. Oh, warte mal, das ist ein Piratenschiff, oder? Fahr! Ja! Achso, nee, doch nicht. Alles gut. Nee, bleib stehen. Ist ein Piratenschiff. Huh! Bleib stehen. Der hatte ganz kurz ein bisschen Pumpe, ne? Ganz ehrlich, ich hatte ganz kurz Pumpe. Ich weiß, wir haben schon die Sachen verschwinden. Okay. Ob du dumm bist, eigentlich gefragt, du dummes... Komm her! Und etwa ab, bist du dumm? Wer denn? Das Schiff? Nein! Kann ich hier einfach vorbeifahren und so einen Schreck einjagen und dann nicht kommen, oder was? Lass den doch, greif den doch nicht an! Wir gehen unter. Was? Nee, hörst? Hör mal, hast du keinen Kopfhörer auf? Doch schon, aber was? Dann hörst du nicht dieses Geräusch, was das Schiff macht, wenn es irgendwie Wasser drin hat. Nein? Ja, dann solltest du das mal lauter stellen, du deine Spielgeräusche. So. Ach, hol du mal die anderen Kisten am Strand, die hol mal die, die ich versteckt habe. Ja. Nee, weil das ist wichtig, dass du die Geräusche hörst, weil du hast auch oft das. So schlecht gucken kannst, weiß ich. Aber man hört viele Sachen auch. Und die Musik im Spiel sagt sehr, sehr viel über die aktuelle Situation. Dass ich auch schlecht hören kann, weißt du aber auch, ja? Das wichtigste Geräusch ist natürlich dieses Geräusch, was das Schiff macht, wenn es knarzt halt, wenn es voll Wasser ist. Achso, nee, klar. Dann weißt du als Captain, dass du nach unten gehen musst. Gut, dass du mir das auch schon sagst. Ach, Stich in der Brust, aua. Herzinfarkt in deinem Alter. Ich hatte 3 Thrombosen, also Herzinfarkt ist so unwahrscheinlich nicht. Rotes Licht, ja, wir haben rotes Licht. Schade, ich komme zwar auf andere Server, finde nur ein Schnitterschiff beim Schnitterversteck. Schade. Ja, ich weiß ja nicht, wo es jetzt ist. Ich habe nicht geguckt. Danke. Gerne. Beim Schnitterversteck sagst du. Da ist es aktuell. Wo ist denn Scheiß Schnitterversteck? Ist immer noch bei Sankenwurf am Start. Ich glaube, das Einzige, wo du die Chance hättest, das zu tun, ist, wenn du das Spiel halt beendest und dann halt komplett neu. Ich glaube, wenn du ausloggst, also in den Titelbildschirm und wieder einloggst, wird er dich schon ziemlich auf den Server schmeißen, wo du drauf warst. Also, meine Vermutung. So, aber erst mal abgeben, ein paar Schätze, oder? Du sag mal, diese Kiste, die hier noch vergraben ist, die hattest du jetzt nicht vorher gehabt mitzunehmen, oder? Du kannst ja auch mal was tun. Und noch eine andere Frage. Willst du hier nochmal wegen diesen Tümplern? Weil das sieht hier so ein bisschen tümpelig aus. Nee, ein Tümpel ist schon ein geschlossenes
Na. Ja, Inselspringer ist. Nee, Tümpler sind nur bei, also wirklich in Seen, Teichen. Aha. Da gibt's nicht so viele Inseln, die das haben. Ich guck nur gerade. Okay, dann gehen wir das dort ab. Wie steht irgendwas auf dem Weg? Sea Saven wäre dahinter, könnte Shark Bay Cove. Ja gut, wir könnten Sea Saven, Shark Bay Cove dann anfahren. Das wäre so in einer Ecke. Snake Island fahren wir vorher noch an. Das liegt zufälligerweise auf dem Weg nach Plunder. Dann sind wir doch eigentlich immer noch alles am Start. Also du willst jetzt zum Plunder aus dem Posten? Ja, und vorher noch an Snake Island vorbei und dieses hässliche... Komm, bist du eigentlich bereit für einen Fight, Junge? Ich? Naja, wir boxen diese scheiß Vieh da noch weg, Junge. Ah, okay, ja, können wir machen. Vielleicht, wenn ich die Kisten unter Deck gebracht habe. Machen wir auch. Ey, wir haben zwei Kapitänstruhen, ne? Drei. Der fährt schon weg, der Boy. Oh, boah. Gut, boah. Easy, boah. Hä? Welches Spiel war das? Wer kennt das? Also richtige Gamer kennen das natürlich. Aus welchem Spiel war das, wenn die Hauptfigur sagt, easy, boah. Easy, boah. Das klingt so ein bisschen wie GTA Bavaria. Hi, du bist schon gut, da boah. Ja, also der Publisher war schon richtig. Da schon mal nice. Was? Nur falsches Spiel. Was? Ist derselbe Entwickler von. Also ja, aber es ist nicht GTA. Aber der Entwickler war tatsächlich richtig. Also Rockstar ist der Entwickler. Rockstar. I wanna be a Rockstar. Meinst du, ja. Ist es dann hier Red Dead Redemption oder was? Ich wollte gerade sagen, so viel andere geile Games hat Rockstar jetzt ja eigentlich nicht mehr. Ja, es ist Red Dead Redemption 2, ja. Okay, ich habe das tatsächlich aufgenommen, aber noch nicht zu Ende gespielt. Naja, aber Arthur, der redet doch immer so mit seinem Pferd. Die Boah. Gut. Feuerengel, wir müssen in die Kisten ab. Ach, Arthur, morgen. Ja, also ganz unrecht. Den hab ich geflammt, ey, als der krepierte. Ja, ganz ehrlich, ihr könntet auch... Hast du? Ich hab nie Unrecht. Ihr könntet auch einfach... Was machen wir, sag ich? Warum gehst du da, während wir auf diesen... Weil du gerade am Dings warst. Ich will überhaupt null. Wir fahren jetzt noch. Ach so, wir wollen noch das Piratenschiff. Wo ist das hin? Keine Ahnung. Ach, da hinten, oder? Fahren wir nach rechts? Naja, oder links? Ja, rechts. Feuerengel und Gizmo, ihr könnt ja einfach versuchen, in unser Spiel zu joinen. Oder? Also noch sind ja zwei Plätze frei. Das stimmt alternativ natürlich auch. So als Freunde zum Beispiel. Wobei, nee, Freunde ist ja Ibaba. Weil das hat ja so mit Gefühle zu tun, dann mag man sich ja. Aber auf Slope gehen doch nur zwei Spieler? Nee, eigentlich nicht. Gehen auf so ein kleines Schiff nur zwei Spieler? Nein. Das ist für zwei Spiele ausgelegt, ja. Aber da können auch sechs drauf, wenn du Bock hast. Na gut, sechs gehen nicht, vier ist ja Maximum, aber... Wo ist denn das Schiff? Ich sehe es nicht. Ja, rechts im Sonnenuntergang entgegen, bitte. Fahr bitte nicht dem falschen Schiff hinterher. Und zwar ja, das andere Spielerschiff. Nee, das ist vom Fort da. Nee, weil das andere ist ein Spielerschiff, da hätte ich das keinen Bock drauf, du. Ach so. Ja, das da vorne. Ja, und wir haben ein paar Schiffe an Bord, wäre uncool. Aha. Dann hörst du wieder, someone shooting, someone shooting. Ja, zur Not geben wir ab, machen eine neue Session, machen ein mittleres Schiff. Da können auf jeden Fall vier Leute drauf. Hier können auch vier drauf. Ich meine, guck mal, wir haben doch nur neulich mit Dingen, die um die... ne, waren wir doch auch so dritt hier. Und es geht schon. Ach komm, fahr jetzt zum Plan der Außenpost, ist mir jetzt. Na, wo ist der? Rechts von uns. Rechts von uns? Nö, ne, oder? Ist das nicht die große Insel? Warte. Das ist Plunder Valley. Achso, dann links ganz scharf nach Südosten. Entschuldigung. Alles klar.
quasi links an dem Fort vorbei. Hm. Nice. Na? Ja, ist mir jetzt doch so heikel, weil das andere Spiel. Das Schiff, nee, ich weiß nicht. Dann sieht uns das Feuern, weißt du, und denkt sich so, wo fährst du denn jetzt? Ja, ich bin gerade auswählen auf die Leiter geklettert. Nach Südosten. Warte mal. Ach, scheiße. Ihr seid bei mir bei Xbox offline, ja, sind wir komischerweise immer. Das steht immer da, da kannst du aber trotzdem auf Dings klicken. Okay, wir fahren da nicht hin. Naja, da, falls du siehst, das ist ein Spielerschiff. Ja, also, ja, ich fahre rechts. Ich fahre rechts ab. Aber das ist so blöd. It's not so good. Such mal einen anderen Außenposten. Ich überlege gerade. Aber wenn wir jetzt in der Nähe des Piratenschiffs, dann sieht der an uns auch. Und der steht gerade, denkt sich so, na, was macht ihr? Feuerengel schreibt gerade, ja, ich werde aber nicht, eventuell nicht ganz so lange machen. Hm, das kennen wir. Ich auch nicht, ich muss morgen arbeiten wieder. Ja, ja. Das kennen wir. Zur Not müssen sie uns halt einladen. Machen wir gleich. Wir machen gleich bestimmt nochmal eine neue... Für mich auch schlecht. Ja. Wir machen noch mal gleich eine Dings auf, oder? Mensch, du ladst doch jetzt einfach ein, Mann. Himmel, Herr Gott, mach doch einfach. Ich kann keinen einladen, falls du weißt. Na doch, über dein X schieß mich tot. Ihr seid doch da befreundet. Dann klickst du bei ihr rauf und klickst auf zur Party einladen und fertig. Moment. So lade ich dich da auch die ganze Zeit ein. Dann musst du aber jetzt mal ans Steuer. Ja, wir fahren doch gerade aus. Alles gut. Wo müssen wir überhaupt hin? Hm. Alexa Licht an. Wo müssen wir hin? Ich weiß es gar nicht. Ach so, wir waren ja am Fliehen. Stimmt. Ja. Ich lade euch mal beide ein gerade. Ich guck gerade mal, wo ich euch. So, bin ich jetzt überhaupt schon. Nordwesten. Wollen wir nach Nordwesten, gell? Denke mal. Ja, aber das. Gizmo, hast du mir eine Freundschaftsanfrage eigentlich schon mal geschickt? Weiß ich jetzt gerade nicht. Ist der da jetzt eigentlich oder ist der da nicht? Ah, doch. Okay. Ach, da ist Gizmo. Habe ich noch gar nicht. Habe ich noch gar nicht gesehen. Gizmo. So, okay. Pass mal auf, ich lade euch mal ein. So, Gizmo und... Du kaust, ey, die ganze Zeit. Zum Spiel eingeladen. Ich kaue. Ja, immer. Also, deine Spielfigur, die kaut die ganze Zeit. Voll witzig. Ach so. Crew ist voll. Jetzt hättest du ein Kaugummi. Ah, alles klar. Er sagt, Crew ist voll. Crew ist voll? Oh lol, unsere Disse. Wir können ja drei. Wir haben ja mit Dingsbums haben wir auch gespielt. Wir können jetzt. Ja, aber wir hatten. Ja, wir hatten aber da das mittlere Schiff gehabt. Nee. Doch. Weil ich das ausgewählt habe, deswegen weiß ich das. Wenn er sagt, Crew ist voll, dann ist die Crew voll. Was willst du machen? Wir geben die Schätze. Wir gucken mal, dass wir die Schätze gleich abgeben und dann. So, und dann laden wir euch nochmal ein. Soweit ich weiß, kann Slope 2 Spieler, das mittlere 3 und das große 4. Ja, dann gebt das doch eben ab und dann könnt ihr neu starten, wenn ihr wollt. Also wir drei hatten ein mittleres, siehst du? Sagt Feuerengel. Auch hinter uns ist das Geisterschiff, ne? Ja, das wollte ich auch eigentlich gerade ausrauben. Aber? Nix, aber du willst ach, immer noch. Die Karte hast du jetzt wieder so geil verschoben, dass ich nichts mehr sehe. Super, danke. Warum? Was willst du denn jetzt da sehen? Weil ich zum Außenposten will. Mann. Der Plunder-Außenposten ist direkt vor uns. Ja, da ist das Schiff aber auch. Wie oft nur noch? Wo wollte ich denn jetzt eigentlich hin? Wer ist denn der? Da! Wollte ich hin.
Golden Sands, wo ist der? Nordwesten, ne? Ja. Genau. Das heißt, wir müssen einmal drehen. Ja. Oh, das ist ja noch. Achso, nee. Alles klar, Gizmo, dann mach das mal. Soweit ich weiß, kann ich schon. Warte mal, wo ist jetzt? Links von uns, rechts von uns, rechts. Weil der ist nämlich gerade weggefahren, der Typ, ne? Von Dingsbums, von dem Boot, Außenposten. Wir fahren jetzt zum anderen Außenposten, Mensch. Aber der ist direkt hin. Ach ja, sicher, wa? Aber ich glaube, dass der gerade abgehauen ist. Ja, kann er doch. Ich habe aber jetzt keine Lust, immer wieder hin und her zu eiern. Und vielleicht können wir ja gleich noch das Piratenschiff mitnehmen. Wenn wir jetzt mal ein bisschen Dampf auf dem Kessel hier haben. Ja, nu? Los. Richte das Segel. Was? Ja. Bitter heißt das Zauberwort. Wir sind hier an Bord, hier herrscht keine Demokratie. Nachrichtenanfragen. Ich feiere deine Tweets. Das ist super. Du bist schon wieder bei Twitter unterwegs. Blockiert, was? Ja, ich hab ein Kompliment bekommen, ich krieg ja von dir keine. Warum auch? Meine Anwesenheit muss dir Kompliment genug sein. Dein Glück, dass dieser Mast dazwischen ist, ne? Weißt du was, du hirnverbrannter Vollidiot? Ich hab gerade überlegt, aber wenn du wirklich am Steuer bist. Doch, ich müsste dich ja da wegbomben können, rein theoretisch. Aber wir müssen uns jetzt mal kurz konzentrieren, weil jetzt. Du hast mich da weggebombt. Ach so, bei mir standst du immer noch dran. Ja, du hast mich nur einen Millimeter zurückgebombt. So, ich hab da hier noch ein paar Zauberbomben. Dann nehmen wir doch mal eine Steuerradkugel, oder? Bock drauf, dem die in die Fresse zu schießen. Sind eigentlich noch irgendwelche anderen Zauberkugeln? Nee, ja? Ja, doch, wir hatten noch eine grüne. Wir haben noch. Oh, das segelt. Das du solltest jetzt in die Kanone. Warum kann ich nicht. So. Alright. Segel einholen. Also, ne? Viel mehr Segel einholen. Das ist vielleicht gerade keine so gute Idee, was wir hier tun. Ja, deswegen sollst du das fucking Segel einholen. Sag's von ihm umsonst, Mann. Junge. Segel muss eingeholt werden, du musst dann schön Drehung machen und dann fährst du auch nirgendwo gegen. Und die Penner sind viel schneller tot, als du gucken kannst. Ah, jetzt fahren die auch in eine falsche Richtung, weil die vollkommen überrascht sind von unserer Action, die wir hier gerade machen. Die denken sich nur, what the fuck? Wir waren gerade am Ornanieren und plötzlich kommen da Kugeln auf und oh fuck, jetzt fahren wir. Jetzt ist blöd. Okay, na Gott sei Dank drehen die mit. Wow. Wie das Schiff gerade gesprungen ist, Alter. Aber echt mal. Ja, du fährst. Gott sei Dank fahren die immer mit. Du lenkst halt scheiße. Du bist Schunklast, scheiße. Unsere Kanonen sind nicht vorne. Das weißt du hoffentlich. Du fährst aber halt immer so beschissen, dass ich nicht in meinen Dings drin habe. Aber die fahren auch beschissen. Stirb jetzt! Oh, warum hab ich nicht getroffen? Na, löpt. Weil du schlecht bist. Oh ja, das ist geil. Mutter ist schlecht. Natürlich bin ich schlecht. Ja, ganz klar. Das wäre ja nicht hier an Bord, oder nicht? Oder Brandkugeln ran, was sagst du? Ich glaube ja. Ja. Nein! Und wenn ich nicht feuere, weißt du, ich bin außer Range. Das ist gut. Warum sind die so schnell? Drehen nach links. Ah, nee, doch. Bleib so. Sehr gut. Was wollten die gerade machen? Wollten die uns rammen, oder was? Ich weiß es nicht. Ich glaube, die gehen unter. Oder noch nicht.
Warte, ich drehe, ich drehe, ich drehe, ich drehe, ich drehe. So. Oh, die gehen unter. Ich weiß, aber ich will die demütigen. Bye bye. Belobigung freigeschaltet. Jo, neu soll doch. Oh, scheiße. Die laufen übrigens voll, ne? Ja. Weil wir die gerade noch gerammt haben, deswegen. Okay, da ist er wieder. Wuhu. Neues. Ja, Profis halt, ne? Easy. Ich glaube, das nennt man jetzt effektive Arbeitsteilung. Du ballerst immer und ich lenke beschissen. Ach naja, so beschissen nicht. Du musst halt nur mehr gucken, wie das Schiff halt fährt und dann halt mitreagieren. Das ist halt immer Steuerbord. Das Problem ist, bist du es einmal nicht und die drehen sich bis am Arsch. Ja. Also bei Spielern, bei Prip. Aber man kann ja so üben. Ich meine, hey. Ich kann zum Beispiel noch nicht auf Entfernung einschätzen, wie ich da schießen muss. Alles gut. So. Wir sind noch junge Piraten, wir sind Level 25 oder was, ne? Alles gut. Ah, ich finde es immer so schön, wenn wir uns anbrüllen. Vor allem du, wenn du in Panik verfällst. Weil ich dann auch immer so eine hohe Piepsier-Stimme bekomme. Was ist das denn? Bisschen, ja. Bisschen, doch ein bisschen über... Ja, doch. Das gefällt mir aber nicht. Was sagt ihr? Vergiss es. Vergiss es. Die haben gesagt, ich soll dich töten. Hä, wo habe ich denn diesen blöden Kopf jetzt? Hä? Den hatte ich doch gerade in der Hand. Ach so, hier fallen lassen. Was? Das war nur die Stimme in meinem Kopf. Ich verstehe. Ein Hass erfüllt durch Schädel. Beinahe, oder was? Wunderschön. Riecht hier ein Altar, Junge. Oh, jetzt können wir doch eigentlich zum Außenposten, oder? Ich denke. Zu welchem willst du jetzt? Ja, einfach geradeaus, ja, weil dann... Außenposten. Okay, ich muss aber an der Insel hier vorbei, ne? Ja, ein Stückchen, genau. Und dann quasi dahinter wieder nach links. So, dann machen wir mal, gehen wir mal ein Segel hier. Was tust du da? Hörst du das? Ja, was tust du? Ich drücke R bei der Kanonenkugel. Aha. Bam! So, sag mal jetzt in welche Richtung. Einfach geradeaus. Ja, ja, ne? Einfach geradeaus. Guck mal, denn hier Schönes. Gibt's hier noch was Schönes? Ein bisschen Obst. Mango. Mal einen Strand spazieren, das ist auch schön. Mach mal. Oh, ein Ruderboot. So. Warte mal, das war der Schädel, den du mit der Harpune geholt hast und jetzt sucht er ihn. Hab mich gefragt, wann es auffällt. Nee, der ist doch schon weggepackt. Komm mit dem Boot hinterher, ja. Okay. Gizmo, wir haben keine Ahnung, warum das bei Xbox da so rumspackt. Wir stehen auch alle auf online, aber wir werden alle als offline angezeigt. Es geht aber trotzdem. Ja, es geht trotzdem. Du musst auf das Profil gehen und dann... Genau, das geht trotzdem. Witzigerweise. Aber warum das so ist, keine Ahnung. So, bist du schon wieder an Bord endlich? Nee. Nein, bin ich noch nicht. Keine Ahnung, warum das so ist. I don't know why.
Yes, the name you talk about is the blue sky and all that I can see. Just a little yellow lemon tree. Dap. Da-da-dee-dap, da-da-dap. Achso, ja. Hier hat jetzt Feuerengel hat jetzt gerade geschrieben, ich habe bei fast allen Leuten und umgekehrt ist es häufig so. Nervig ist es trotzdem. Die Freundesliste ist ja schließlich auch dafür da, um mir zu ersparen, dass ich dir jedes Mal das Profil aufrufen muss. Vollkommen richtig. Was hast du denn jetzt schon wieder gemacht? Was denn? Warum bist du jetzt schon wieder tot? Das kriegst du echt früh mit. Aber mal guckst du einfach auch mal auf dein Bildschirm, Mama? Ich hab gerade in meinen wundervollen Chat gelesen. Genau, und wir hätten wahrscheinlich diese Insel gerammt und diese Insel gerammt. Hätten wir nicht, weil die habe ich im Blick gehabt. Hm, warum weichst du jetzt panisch irgendwas da aus, was gar nicht mehr da ist? So, mal kurz gucken, wo wir hin müssen. Ich weiche überhaupt nichts aus, ich fahre Richtung Nordwesten. So, ja.